Und damit hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Command & Conquer General Let's Plays, wo wir ja weiterhin dabei sind, dass wir hier eine Armee dafür sammeln, dass wir endlich dieses Stadion hier kaputt bekommen. Und ja, wir uns gerade ein wenig hart deffen müssen, dass aber eigentlich alles hier easy nebenbei von der Hand gehen sollte. Das passt. Das passt. Mir fehlt ein solcher Panzer. Der soll sich mal reparieren. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum der drei Striche hat und sich nicht repariert, aber das ist der hier. Müssen wir die Panzer noch reparieren. Und jetzt muss die Frage, wie lange wir jetzt noch warten, bis wir den nächsten Angriff starten. Mein Ziel wäre ja weiterhin das gleiche, das Stadion hier kaputt zu bekommen. Ich könnte jetzt eigentlich mal die Ressourcen für die nächsten Black Ops zusammensparen. Das machen wir auch mal. Nachdem mein erster ja gestorben war, weil er sich vom Zug überfahren lassen hat. Und dann schaue ich gleich mal, wie viel ich überhaupt jetzt hier nehme. Also, wir haben jetzt alle Zeit der Welt bei der Mission. Von daher bin ich da ganz entspannt. General, eben ist ein Zug mit neuen Terroristen angekommen. Ja, schön. So, jetzt können wir die hier produzieren. Also, es war schon jetzt eine lange Wartezeit auf 1500. Dann bin ich ja fast ein wenig unentschlossen. Aber wir werden das Ding hier oben noch platt machen müssen. Ich werde aber... Also, ich glaube, am sinnvollsten wäre es, wenn ich hier die Patrouillen auseinandernehme, damit ich hier besser rankomme. Also sicher bin ich wieder nicht, aber es wäre so meine Vermutung. Und dazu würde ich ganz gerne... Ich sag mal, wir brauchen noch zwei Panzer von jedem, bevor wir hier angreifen. Das dauert dann zwar noch einen Augenblick, aber das ist mir egal. Dann bin ich auch meiner Meinung nach zumindest so safe, dass der Angriff dann eigentlich ausreichen sollte. Und der Gedankengang, dass man irgendwann ja mal die Def hier weglassen könnte, den habe ich auch schon lange verworfen. Auch wenn es irgendwie sinnvoll wäre, aber eigentlich... Also sinnvoll wäre, um den schnelleren Angriff zu machen, aber... Bei dem, was hier an Einheiten kommt, wäre es einfach nur so, ich würde danach einfach meine Base verlieren. Aber egal, dann dauert es halt. Wir haben ja Zeit. Schade, das finde ich doch immer, dass man keine weiteren Hacker produzieren kann. Das wäre immer noch geil. Aber naja. Warum haben die jetzt einen roten Stern um sich? Hat das irgendeinen Grund? Ich glaube, die haben einen Bonus, wenn sich mehrere Einheiten davon sammeln. General, eben ist ein Zug mit neuen Terroristen angekommen. Aber ich sehe nicht, woran ich diesen Boni erkenne. Kriegen die das jetzt auch gleich, wenn der fünfte hier draußen ist? Ne, die kriegen das nicht. Wenn ich jetzt die hier auseinanderklamüser,
machen. Schicken wir den mal dahin. Dann seht ihr, verschwindet dieser Stern. Und wenn die wieder zusammenfahren, kommt der Stern wieder. Also irgendeine Bedeutung hat der Stern. Es wird irgendein Boni sein, aber es ist für mich nicht ersichtlich, welcher. Leider, leider. So, wenn der Panzer jetzt fertig ist, der hier, dann legen wir los. Nee, eigentlich andersrum. Ihr sollt auf die 2 und ihr sollt auf die 1. So, auf geht's. Wir treffen uns einmal. Ja, hier, komm. Fahren wir erstmal dahin. Mir wurde auch gesagt, man kann irgendwie die Einheiten mit einem Angriffsbefehl irgendwo hinschicken. Aber ich habe original vergessen, wie. Einheit verloren. Nee, ich weiß es echt nicht. Mit irgendeiner Taste geht das. So, ihr greift bitte das da an. Okay. Ihr greift das da an. Scheiß drauf, dann hier halt alles da drauf. Einheit verloren. Die 2 greift das an, die 1 kümmert sich darum. Erstmal da drauf als nächstes. General, eben ist ein Zug mit 9 Terroristen angekommen. Oh oh. Okay, gut, wir müssen hier reagieren. Einheit verloren. Da drauf. So, jetzt sollte das Stadion gleich finito sein. Einheit verloren. Das war einfach nur dumm. Oh. Jetzt noch das da weg. Und dann sollten wir das Stadion ist zerstört. Endlich. Der aufgebrachte Mob hat sich beruhigt. Sehr gut. So, jetzt ihr einmal zurück, dass wir hier ein bisschen Ruhe reinkriegen. Das war ungünstig, aber musste ich mit leben. Und jetzt würde ich als nächstes vorschlagen, machen wir den hier das Blatt, dass das hier weg ist. Das sollten wir hinkriegen. Jetzt greift uns ja kein aufgebrachter Mob mehr an. Produzieren erstmal gemütlich die fehlenden Einheiten nach. Das wären ein normaler Panzer. Glaube ich. Also ihr seid noch zu dritt und ihr seid noch zu zweit. Gut. Dann. Einmal so ein. Okay. So wäre richtig. Und ihr repariert euch jetzt bitte einfach. Einheit verloren. Ach ja, wenn du schon klickst, aber es trotzdem nichts bringt. Gut. Dann fährst du hier mal ein Stückchen zurück.
Na gut. Okay, du danach helfen? Was haben wir hier? Vier davon. Reihe davon. Okay, sehr gut. Wir kriegen das geregelt. Also ich hoffe jetzt einfach nur, dass das wenigstens dieser aufgebrachte Mob weg ist. Würde als nächstes mich dann hier an diesem besetzten Gebäude... eben ist ein Zug mit neuen Terroristen angekommen. ...probieren und einmal die rechte Seite flankieren. Würde aber sagen, wir bauen wieder 6 von jeder Einheit, bevor wir damit loslegen. Und fahren dann hier hoch, wo ich jetzt zeige, hier hin das platt machen. Das hier oben. Wir machen dann zwar doppelt gemoppelt, aber es ist mir egal. Lieber so, als dass ich mir hier wieder irgendwelche Sachen versuche, die keinen Sinn haben. Ich freue mich ja zumindest schon mal, dass hier oben kein weiterer Angriff bis jetzt kam. Kannst du noch ein Stückchen zurück? So richtig zufrieden bin ich mit eurem Positioning ja nicht, ne? Naja, wir probieren es mal so. Man sieht auch, dass die Angriffe auf meine Base jetzt tatsächlich weniger werden. Dadurch, dass ich das Stadion platt hatte. Ja. Ich würde es immer noch reizen, nachzugucken, was das Tastenkürzel war, damit ich die Einheiten mit einem aggressiven Angriffsbefehl eben ist ein Zug mit neuen Terroristen angekommen. Irgendwo hinschicken kann. Würde wahrscheinlich sogar tatsächlich hier danach freiwillig einmal raustappen, das Spiel neu starten, nur um zu gucken, was diese Taste ist, weil es wäre echt eine coole Info, wenn ich es mir gemerkt hätte. Also das ist dann das gleiche wie in WC3 wurde geschrieben in den Kommentaren. Dass sie dann einfach die Einheit, ich schicke sie irgendwo hin und alles, was sie auf den Weg findet, greift sie an und fährt nicht einfach dran vorbei. Womit ich ja ganz oft Probleme hatte. Weil ich es eigentlich gerne anders gehabt hätte. Von daher, wenn ich die Taste noch finde, werde ich sie definitiv ab und zu ein paar Mal benutzen. So, wir fahren mit der Armee hier erstmal über die Brücke. Wir müssen gleich den hier wieder ein bisschen versetzen. Mit denen wäre nur wichtig, dass sie sich nicht auf der Schiene sammeln. So, ich weiß, dass hier oben das Ding ist. Ich sehe aber schon erstmal. Okay. Ich sehe schon, wir haben wieder mal den ungünstigsten Moment gefunden, was anzugreifen. Einheit verloren. Wie es gewohnt. Einheit verloren. Gut, machen wir den noch platt, dann ziehen wir uns wieder zurück.
dürfen erstmal nachproduzieren. Das war jetzt gerade dieses Paradebeispiel. Wenn ich jetzt die richtige Taste gewusst General, hätte... eben ist ein Zug mit neuen Terroristen angekommen. Mit der ich verhindern könnte, dass genau das passiert, was gerade passiert ist, hätte ich so viele Probleme damit behoben. Aber naja, dann halt nicht. Machen wir das Gebäude noch platt. Fahren zurück und warten wieder auf Ressourcen. Und dann werden wir diese Folge auch keinen Angriff mehr machen, sondern machen nächste Folge den Angriff und gucken dann nämlich die Tastenkombi für, ne? Es war, glaube ich, irgendwas mit... mit G... oder irgendeine Tastenkombi. Aber ich weiß echt nicht, welche. Du dich einmal reppen. Braucht ihr Reparatur? Ja, ihr könnt euch auch alle reppen gehen. So einen brauchen wir noch. Da sind wir weiter bei jedem auf 4. Wir brauchen sogar eher noch 2 davon. Nee, einer reicht. Okay. Hier hat man aber auch wieder mal gesehen, was ich für ein schlechtes Micromanagement habe, dass ich es nicht geschafft habe, die eine Einheit da mal rauszufokussen, die da ist. Obwohl die Einheiten stark genug gegen Bodentruppen waren, habe ich es nicht geschissen bekommen. Das war wieder so Classic von mir. Scheitert am einfachsten. Taktik läuft, aber Gameplay läuft nicht. Ach ja. Ihr schaut doch gerne dazu, wie ich hier... einfach nur warte, dass Geld reinkommt, ne? General, eben ist ein Zug mit neuen Terroristen angekommen. Ja, ja, kennen wir ja schon alles. Jetzt warten wir noch einmal auf 1600, dann machen wir den nächsten Angriff. Das wird, wie gesagt, nächste Folge. Und dann zur nächsten Folge schaue ich dann noch gleich einmal nach, was die von mir so ersehnte Tastenkombi ist, die ich gerne haben wollte. Ich meine, ich hätte gehofft, man findet es hier im Optionsmenü, ne? Aber das ist einfach, die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr gering. So, noch 120, 140, noch 110. Wir sind gleich so weit. Wir haben noch 40 Sekunden. Das geht sich genau aus, dass ich sagen kann, nächste Folge wissen wir's. Nächste Folge machen wir den Angriff und dann geht's hoffentlich nicht mehr schief. Es kann immer noch schief gehen, aber ich hoffe, wie gesagt, dass ich das Richtige dann weiß. Vielleicht sollte ich auch einfach mal ein bisschen besseren Micromanagement spielen, wie auch immer. Hier die 2. Obwohl ich die eigentlich gar nicht mehr trennen brauche bei dem nächsten Angriff. Kann die eigentlich in einer Truppe lassen. Nicht nur eigentlich, das mache ich dann auch.
Aber jetzt gehen wir erstmal in die nächste Folge. Wie gesagt, ich hoffe, ich kriege das dann raus, wie, was, wo. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal soweit bei euch fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß. Und sagt wie immer zum Schluss: Tschüss mit Ö!